Hallo, herzlich willkommen zur 32. Folge hier im sich frisch aufbauende Minecraft. Ja, wir sind ja in der letzten Folge ein bisschen in den Untergrund gegangen, haben aber nicht nach Erzen gesucht. Ich muss mir nebenbei mal noch meinen Wecker stellen. Sondern haben begonnen mit einer Slime-Farm und natürlich geht es da auch weiter. Bruchstein, ja, wir nehmen am besten gleich mal noch ein bisschen Holz mit, damit wir mal eine Kiste erschaffen können. Vielleicht eine Werkbank, vielleicht einen guten Ofen brauchen wir nicht unbedingt, aber alles noch so, dass wir halt, ja, ein bisschen was gleich reintun können. Nicht, dass das alles so unordentlich dort rumliegt. Natürlich noch schnell das Zitat. Dieses Mal ist das Thema Kritik. Das Zitat stammt von Karl Maria von Weber und lautet: Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Gesamtstimme des Publikums beinahe immer gerecht sei. So. Okay, dann geht es hier einmal raus in die freie und wilde Natur, könnte man fast sagen. Ja, das Video wird am Donnerstag aufgenommen. Es hat immerhin schon 3 Tropfen geregnet heute. Wow. So wunderbar. Ah, Fackeln, das war es, genau. Ganz viele Fackeln brauchen wir. Also es wurde ja viel angekündigt, aber bis jetzt, na, es ist halt das immer, wohin alles ziehen kann, ja. Und scheinbar ist es halt einfach noch nicht so weit. Und ich sehe, dass hier hinten, na, es geht noch, ist noch nicht so toll gewachsen. Ja, es ist halt alles so, sollte mehr regnen. Auch als Allergiker würde mich das doch sehr freuen, wenn endlich mal wieder ein bisschen was, ach, da ist schon Kohle. Endlich mal wieder ein bisschen was stimmt, wir haben ja Kohle gefunden. Wenn endlich mal ein bisschen was vom Regen, vom Himmel fallen würde. Endlich mal ein bisschen Regen, das wäre wirklich, ach, doch sehr schön, aber naja. Es scheint halt nicht zu klappen. Bis jetzt zumindest, ja. Ich will es nicht beschreiben. Kann sein, dass ich dann nachher auf Arbeit fahre und auf einmal regnet es in Strömen. Das kann natürlich alles passieren, aber ich denke doch, dass das eher unwahrscheinlich ist. So, dann wollen wir mal. Das ist ja erst die erste Ebene und schon das erste Monsterchen, das uns angreift und zack. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Texture Pack ist noch nicht zu 100% fertig. Das muss so sein. Also das ist vollkommen okay. Es steht erst auf 80 oder 90% irgendwo in der Dreh. Also deswegen sind halt zum Beispiel die Mobs, hat man ja gerade gesehen, die Spinne war ja noch auf Standardtextur. Aber trotzdem von den Blöcken her gefällt mir das wirklich sehr und dementsprechend denke ich auch, dass ich das so lassen werde. Genau, ja, was gibt's denn noch so Neues zu berichten? Ich habe mir ein Auto geholt, da ich ja dann noch im Laufe des Jahres mit dem Studium beginnen möchte und da halt dann täglich doch eine Strecke pendeln muss, hätte es das alte Auto einfach irgendwann nicht mehr so geschafft, denke ich mal. Also das war halt schon 20 Jahre alt und naja, doch schon sehr viel Roststellen gehabt. Stellen, naja, nicht bloß Stellen, große Stellen. Und wer weiß, ob es den nächsten TÜV überhaupt geschafft hätte. Und deswegen wurde es halt mal Zeit. Und ja, natürlich immer noch alles ein bisschen ungewohnt. Die ganzen Assistenzsysteme, die es da jetzt gibt. Das ist schon eine Hausnummer. Also Kamera ist ja noch das Einfachste, aber sei es jetzt hier Spurhalte, Warner, Lenkradheizung, Sitzheizung. Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel. Ach, was weiß ich, was alles. Also gut, ist jetzt kein Assistenzsystem im direkten Sinne, die ganzen Heizungen, aber ist schon nicht schlecht, wenn es jetzt abends doch, sag ich mal, nach der Mittelschicht nur 5 Grad hatte. Und dann hat man halt die Sitzheizung. Och, Quatsch, das war eigentlich sinnlos. Dann fetzt es schon. Dann sagt man nicht nein. Ja, also das ist schon schön. Immer noch ein bisschen aufgeregt, so sage ich immer nach dem Fahren oder vor dem Fahren. Aber das gibt sich dann, wie schon gesagt, alles eine Gewöhnungssache. Genau, was gibt es?
sonst Neues? Eigentlich nicht viel, wie schon gesagt, Donnerstag. Ja, die Pollen belasten mich sehr, davon abgesehen, habe ich auch schon erwähnt. Eigentlich, ja klar, es gab, um alle über alle möglichen Spiele zu reden, wunderschöne Animal Crossing Updates, die sehr viel gebracht haben, die Gemälde gebracht haben, die Gerd mit seinem fahrenden Gemüse, wollte ich was sagen, fahrenden Pflanzen und Hecken und was weiß ich was alles laden, stand. Dann Animal Crossing hat einen Rekord aufgestellt, beziehungsweise hat den aktuellen Rekord gebrochen, den es vorher gab. Es ist das meistverkaufte Konsolenspiel innerhalb eines Monats. Es wurde über 5 Millionen Mal verkauft. Die gesamte Videospielindustrie hat im Monat März, muss ich überlegen, ich glaube März, ja, 10 Milliarden US-Dollar eingebracht. So viel gab es bis jetzt noch nie. Das ist alles wahrscheinlich, ja, mit dank Corona. So komisch, wie das auch klingen mag, aber klar, die Leute sind halt mehr zu Hause und dann beschäftigen sie sich halt mit Videospielen. Minecraft hat, glaube ich, auch eine Umsatzsteigerung in den Verkäufen von 22%, glaube ich, im Monat April mitgemacht. Woran das wohl liegen mag, ja. Es ist halt schon krass, was da so vonstatten geht. Ja, zum Kanal kurz. Natürlich das Format, alles bleibt alles so, wie es ist. Da ändere ich nichts dran. Ich habe nur mitbekommen, dass im Monat April auch wirklich sehr viele Zuschauer auf einmal da waren. Das freut mich natürlich sehr. Es waren so rund 300 Aufrufe halt innerhalb des Monats April. Gut, das kann ich jetzt am 30. April wirklich schon so sagen. Denn wenn jetzt nicht heute noch auf einmal 3000 dazukommen, dann bleibt das auch dabei. Es sind 300 und ich weiß nicht wie viel. Ich kann ja mal gucken, am Handy sehe ich ja im YouTube-Studio. 303, das geht aber 28 Tage zurück, also ja, plus die Echtzeitdinger sind schon, sag ich mal, 320, das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord, so viel gab es bis jetzt noch nie. Interessanterweise auch irgendwie das Civilization-Video, was Loyalität und Rebellion heißt, hat sehr viele Aufrufe und Wiedergabezeit bekommen. Gut, es hat halt direkt den Titel, hat halt direkt mit dem Spiel zu tun. Vorher habe ich ja schon mal erwähnt, dieses Greystone-Video von King of the Road, die 5. Folge, dass das sehr beliebt ist, dass das mehr Aufrufe hat als mein Vorstellungsvideo. Ich glaube, dieses Civ6-Video hat das auch schon mehr Aufrufe, ich weiß gar nicht. Ich glaube noch nicht ganz. Aber dafür halt das Tropico 6-Video mit Rebellen als Titel. Das hat auch sehr viele Aufrufe. Und auch komischerweise haben in letzter Zeit die IGI-Videos sehr viel Wiedergabezeit erfahren. Das heißt, es gab auch viele Leute, die sich die Project IGI-Videos angesehen haben. Natürlich ist das dann verlockend wieder. Es gibt ja noch den zweiten Teil, das habe ich auch schon mal erwähnt. Müsste man mal überlegen, vielleicht ja als Stream. Das wäre eigentlich mal so verrückt, wie es klingt. Könnte man 2 Stunden streamen. Das wären 2, 3 Missionen, je nachdem. Das wäre eigentlich mal eine Maßnahme. Oder halt wirklich Pharao. Ich weiß gar nicht, ob es Project IGI als Kategorie gibt. Pharao gibt es als Kategorie bei Twitch. Also ich meine, die haben ja im Laufe der Zeit so viele Spiele irgendwo hinzubekommen. Also das, ich denke schon, dass es IGI gibt. Und dass es halt keiner streamt, weil es ist halt plus Mission. Und dann, wenn die Missionen abgeschlossen sind, dann war es das halt auch eigentlich. Das ist halt das. Mehr, huch, das hätte Lava sein können, das war gefährlich. Mehr ist das halt auch nicht, also da, ja. Genau, so, mal gucken, dass wir hier halbwegs so ein bisschen an die Beleuchtung halten. Muss jetzt nicht alles symmetrisch sein, aber am Ende mache ich es ja doch so. Weil irgendwo fehlt halt doch Licht, das ist die nächste Ebene. Natürlich, hier müssen wir gucken. Das ist gar nicht so einfach, hier dann noch. Überhaupt lang zu gehen. Müssen wir mal gucken. Ja, da muss da mal irgendeine richtige Treppe auch entstehen. Oder irgend sowas in der Art, weil so kann das natürlich nicht funktionieren hier. Seit die Gefahr, dass man hier irgendwo runterfällt, ist da doch schon gegeben. Das ist gar nicht so schön. Das muss alles kindersicher gemacht werden.
Das Beste ist, wir machen das wirklich gleich richtig ordentlich hier. Nehmen wir uns kurz die Zeit und machen hier eine ordentliche Treppe draus. Ach, wenn wir doch nur eine Schaufel hätten, ne? Na, egal. Genau, ja, Stream in nächster Zeit ist natürlich jetzt aktuell mit der Mittelschicht ist das schwer. Wenn man dann erst nach 22 Uhr zu Hause ist und vormittags hat man doch keine Zeit. Es hat immer dieser Gedanke, ja, ich muss nachher in so und so viel Stunden oder so wieder auf Arbeit. Na, ist nicht so schön. Mal gucken, vielleicht ergibt sich ja nächste Woche die Möglichkeit nach der Frühschicht. Wo ist denn die Kiste hin? Oh nein. Ich habe die halt hier hingebaut, warum auch immer. So, alles Mögliche rein hier. Ja, das können wir auch mit rein tun. Zack. Gut, weiter. Vielleicht mal noch ein kleines Brot zwischendurch zur Ermunterung des Gemüts. Ach so, jetzt haben wir natürlich. Na gut, wir werden wieder genug Cobblestone finden, glaube ich. So, und dann weiter die Treppe. Und zwar hier. Okay, jetzt haben wir eins mehr. Ist egal. Das ist nicht schlimm, wenn wir mal eins mehr abgebaut haben. Ja, genau. Ich muss da wirklich mehr häufiger dran denken, an den Gedanken, das wäre gar nicht so schlecht. Da wirklich zu sagen, Mensch, ja, wir streamen einfach mal so was Älteres, wäre ja eigentlich jetzt kein Problem. Weil, grafisch ist es natürlich absolut kein Problem, wirklich nicht. Das schafft die GPU auf jeden Fall. Und auch die CPU natürlich, das ist ja klar. Das wäre mal so, und das ist so ein Nischenspiel ist das ja nicht. Pharao schon eher, aber da, ja, ist jetzt auch nicht so, dass da so viele irgendwo das überhaupt streamen. Aber so könnte man halt die Let's Plays, sag ich mal, doch weiterführen, auch wenn ich mir eigentlich mal gesagt habe, naja. Eigentlich wollte ich das nicht so machen, weil das ja dann mit dem Spielständen so kompliziert wäre. Gut, man könnte bei Pharao einfach sagen, wir starten die Mission komplett neu. Das wäre nicht, also nicht die ganze Geschichte, aber halt die eine Mission. Und man kann halt trotzdem das dann immer noch auf YouTube hochladen. Man kann es ja exportieren, man kann es ja sogar splitten lassen. Das ist ja eigentlich genial. Oder ich lade mir es runter und lade es wieder hoch, dann auf YouTube. Ich meine, ist ja kein Problem. Jetzt mit der aktuellen Internetleitung ist das ja wirklich alles Knorke, um mal alte Jugendwörter zu benutzen, die irgendwo an mir vorbeigegangen sind, auch teilweise. Genau, ja, ich weiß nicht. Haha, jetzt habe ich mich erwischt. Ich wollte ja eigentlich mal nachsehen, wie viel man mindestens an Höhenmetern, also ja, Höhenmetern so, halt braucht, um die ersten Slimes zu farmen. Sicher, eigentlich ist es so, man müsste es halt jetzt immer bei der 56, also wir haben bei der 62, also ganz oben ist die 62, glaube ich, haben wir angefangen. Das ist natürlich noch nicht viel. In dem Multiplayer wäre das viel schöner und dann würde man halt doppelt so effektiv arbeiten. Oder halt mit Buildcraft wäre es noch besser, aber ich möchte es halt nicht als komplett maschinisiertes, als komplettes maschinenbasiertes Spiel laufen lassen. Sicher, es gibt schöne Modifikationen, aber irgendwo ist halt auch meine Grenze erreicht, sag ich mal. Man muss es halt nicht so, naja, ins Unendliche ziehen. Sonst hätte man sich ja auch alles gleich schummeln können mit Too Many Items oder Not Enough Items. Je nachdem, ist ja am Ende egal. Es muss halt immer noch irgendwo der Survival-Charakter dahinter stehen. Und das ist halt wirklich das. Wir bauen ab, wir craften. Und wir brauchen eine ganze Menge Zeit für alles, aber es nützt nun mal nichts. Wenn ich nur überlege, die Überlegung halt hier, die irgendwie 3000 Blöcke in eine Richtung zu graben, damit man da dann irgendwo neue Häuser oder so baut oder was weiß ich was. Ja, wäre alles eine Möglichkeit. Natürlich, da, man muss es ja nicht so groß machen wie das hier. Es reicht ja, keine Ahnung, drei Blöcke breit. Und selbst das ist schon viel. Weil drei Blöcke mal, also 3 mal 3 sind 9. 3 mal 3 sind 9, ja, das ist klar. 3 mal, keine Ahnung, 3000 sind 9000, so meinte ich das.
Das sind halt auch erstmal rund 6 Spitzhacken, sofern wir immer noch nicht verzaubern, warum auch immer. Wir brauchen eigentlich unbedingt Bücher und Leder und, ah Gott, ey. Und ich fange an mit Slimeforms. Ich müsste eigentlich wirklich mal auch ins Nether gehen, das wäre auch mal eine Möglichkeit. Das müssen wir auch auf jeden Fall mal machen, bevor wir bei Folge 40 sind oder so. Naja. Wir haben noch vieles auf der To-Do-List, das stimmt. Vielleicht reicht das auch schon hier für Slimes. Müsst auch gucken, wie viel. Ich glaube, die Beleuchtung konnte man doch auch irgendwo sehen. Sounds. Ja, Client Light. Das ist 9, 7, 10, 11, 12. Also allgemein, das Licht zeigt's an, auf jeden Fall. Das ist gut. Tag 46 im Spiel. Ah, auch mal nicht schlecht, das mal zu sehen. Aber das hat ja jetzt nicht unbedingt Einfluss auf irgendwas, also. Ja. Außer vielleicht auf die Plünderer-Dinger, das weiß ich nicht. Wann diese Events immer getriggert, diese Events immer auftreten. Ach ja, kurze Unterbrechung. Es gibt gleich Mittagessen, sehr gut. Ja, das mache ich jetzt einfach noch fertig und dann. Ja, wir müssen es nicht in die Länge ziehen. Es ist auch mal okay, wenn eine Folge mal nur knapp 20 Minuten geht. Wenn ich halt an die ganzen Ziff-Folgen denke, die halt. Oder die Pokémon-Folgen, die halt über 30, teilweise 35 Minuten gehen. Naja, das sind schon andere Dimensionen. 20 Minuten ist eigentlich ein gutes Maß der Dinge. Denn man sagt ja, ein erwachsener Mensch kann seine Konzentration nicht länger als 30 Minuten am Stück komplett aufrechterhalten. Oder war das bei Schülern so? Vielleicht war es auch bei Schülern so, weshalb eigentlich 45. Ah, Spitzhacke kaputt. Ja, dann hat sich's erledigt. Weil halt bei 45 Minuten eigentlich eh Unterrichtszeit oder 90 Minuten Doppelstunde das eh schwierig ist. Naja. Und es ist dunkel. Ach, na egal. Huch. Aber hier, die Skelette wurden überarbeitet, das sieht man. Creeper auch. Nur halt die Spinnen scheinbar nicht so. Naja, ist ja nicht schlimm. So, dann geht es zur Ruhe und dann. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bis dann.